Hallo an alle, die dabei sind. Also ich habe den Gerd Skobel gefunden von Dreisat auf YouTube. Habe mir da ein bisschen angeguckt, weil das, was wir hier machen, ist schon ein bisschen besonders. Und was da so besonders dran ist, das wollte ich im Grunde genommen auch schon mal rausfinden, um es irgendwie ein bisschen besser beschreiben zu können. Ihr merkt, dass das nicht so esoterisch ist. Ich glorifiziere auch kein imaginäres mal gewesenes China mit dem Qigong. Also es geht wirklich um hier und jetzt, was sich dann auch irgendwann auflöst. Aber das ist anscheinend eine tiefer weitergehende Erkenntnis. Was ist das Besondere? Also einmal der Gerd Skobel, den kann ich auch verlinken. Da, Link, okay. Verlinken. Weil es halt aus unserer westlichen Sicht, wir sind halt westlich geprägt, das ist eben Philosophie und Selbsterkenntnis. Und diese Selbsterkenntnis, das ist anscheinend wirklich hier auf der Wiese bei mir zentral. Also einmal die Meditationspraxis, die ich voraussetze. Das habe ich ganz zu Anfang vor 2,5 Jahren auch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass das mittlerweile so simpel ist. Obwohl ich eine Meditations-App schon seit, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Jahren benutze. Aber das war nur so ein Gong am Anfang. Also nur ein Inside-Timer war am Anfang nur ein Timer. Aber mittlerweile gibt es so viele verschiedene Meditations-Apps, die man alle kostenlos ausprobieren kann. Zwischenzeitlich hatte ich noch gedacht, man könnte halt die Leute darauf hinweisen, dass es diese MBSR-Kurse, Mindful Based Stress Reduction, gibt. Es wäre noch eine säkuläre, also ohne irgendwelche Religionsklamotten gewesen. Aber mit den Meditations-Apps, ich setze das jetzt voraus. Also, dass ihr selber eine Meditationspraxis habt, aber zumindest mal irgendwie so eine Meditations-App mal 7 Tage lang ausprobiert habt. Ist kostenlos. Jeder und jeder hat so ein Smartphone mittlerweile, sonst kommst du ja gar nicht mehr von A nach B. Also, und es ist hierfür essentiell. Es gibt diesen Spruch, den ich immer wieder mache. Das ist kein Spruch, sondern es ist eine Lehrrichtung, ein Lehrsatz. Wie fühle ich mich jetzt? Weil das schult diese Selbstwahrnehmung. Und das ist zentral, diese Selbstwahrnehmung. Und ich wusste gar nicht, also besser gesagt, ich habe das geahnt, aber das ist eben Selbsterkenntnis, ist die Mutter oder der Vater von aller Wissenschaft. Das ist bei den Innenerkenntnissen nicht so einfach zu objektivieren. Aber das, was der zentrale Buddhismus geschrieben hat, also diese Urschriften, die Sutta Pitaka, da ist viel drin und das guckt sich jetzt auch die Psychologie an und überprüft das nach und nach und bestätigt das. Also das sind, wenn man das von Räucherstäbchen und was sagen die Leute, wenn die hier vorbeigehen? Om. Nee, kein Om. Auch keine Räucherstäbchen. Bei dem Wind schon gar nicht. Also und Esoterik auch nicht. Also es geht wirklich um diese Körperwahrnehmung auf der Wiese und die 5 Hindernisse, freundlich, aufmerksam und gelassen, was Weisheit ist und so weiter. Also es ist ein Übungsweg. Es ist eben was anderes als ich gehe zum Yoga und dann ist gut oder ich gehe zum Qigong und dann fühle ich mich wohl. Es geht mir darum, dass ich mich mit mir, meinem Leben wohlfühlen kann. Und ihr auch. Ihr mit eurem Leben zufrieden seid, gesünder werdet, das ist ein Nebeneffekt. Und dieses innere Lächeln entwickelt. So viel dazu.